Ich heiße Jason Kirkpatrick und alle haben schon was gelesen über das Veranstaltung heute Abend. Es geht um Spitzeln in die linke Alltag und in der aktivistische Szene. Ein bisschen zu mir. Ja, ich heiße Jason und ich habe viele aktivistische Projekte mitgemacht seit langem und war für 4 oder 5 Jahre ausgespitzelt für mein britischer Spitzel. Spitzel heißt Mark Kennedy, das war alles sehr bekannt. Ich glaube, weil ich war sehr aktiv mit der Anti-GEAC-Bewegung, erstmal so um England und das GEAC-Protest 2005, dann auch Deutschland 2007. Und mit mehreren Slides hier, so um Kurzfilme, dann ich erzähle das Geschichte weiter. Und wir wissen, dass das nicht was Neues, dass linke Aktivisten sind ausgespitzelt, aber ich rede ein bisschen über meinen Fall und das ist Paul Kennedy als Beispiel. Und es trifft nicht nur England natürlich, aber auch Deutschland war der Kennedy, war in Deutschland und mehrere andere Länder. Ein Tag in 2010, ich habe ein E-Mail von meinem Freund bekommen und sagte, hey Jason, hast du dieses Link gesehen? Ich habe auf dieses Link geschickt und da sage ich, dieses Fotos von Mark, ich habe ja gekannt als Mark Stone, ein guter Kumpel von mir. Ich habe ihn kennengelernt in 2005 und dann hat diese Fotos gesehen, oben drauf, auf diese Indie-Media-Seite, hat gesagt, Mark Stone geoutet als Mark Kennedy, verdeckte Ermittler. Dann sehr schnell, es war in die Presse, man sieht hier oben links von der britischen Presse, direkt daneben, The Guardian auch sehr schnell. Es war berichtet, dass Mark Kennedy war aktiv in mehreren europäischen Ländern, inklusive Deutschland. Dann das dritte Artikel da ist von der Spiegel. Es sagte, ein Kopf außer Kontrolle. War weiter in The Guardian. Dieses vierte Bild, es sagt auch Mark Kennedy, Secret Policeman, Sideline als Corporate Spy. Es kam dann raus, dass nicht nur war da ein Spitzel für den britischen Geheimdienst und aktiv hier, aber der war, vor der ausgeflogen war, auch ein Privatspitzel. Das heißt, wir wissen jetzt, dass der hat seinen Auftrag oder seinen Job aufgegeben. Der war beschäftigt mit der London Metropolitan Police. Und eine spezifische Einheit heißt National Public Order Intelligence Unit, NPOIU. Aber der hat diesen Job aufgegeben, war dann Privatspitze. Und wir wissen jetzt, dass der hat angefangen, so die Tierrechtsbewegung in Italien zum Beispiel auszuspitzen privat. Dann unten, unten links sagte, former girlfriend of undercover spy sues corporate security firm. Es kam raus, dass Mark Kennedy hat eine aktivistische Freundin. Sie wusste nicht, dass ihr Partner Mark Kennedy, Mark Stone hat ja gesagt, war ein Spitzel. Die waren zusammen 5, 6 Jahre lang. Und dann in Italien, sie hat einen Pass gefunden in das Auto. Und es hat nicht gesagt Mark Kennedy. Sie dachte, ihr Partner heißt Mark Kennedy, Mark Stone. Es hat gesagt, aber Mark Kennedy. Dann sie hat weiter geforscht und gesehen, okay, der ist nicht, wer das sagte, und die hat er konfrontiert, der hat später zugegeben. Aber weil es so, hat so viel Aufmerksamkeit in die Presse bekommen, das ganze Geschichte, der Mark Kennedy selber hat seine Geschichte verkauft. Und unten, zweit von links, es sagte, ein armer Verräter, der Kennedy hat seine Geschichte an der Stern verkauft. In Deutschland, fast das gleiche Geschichte oder vielleicht das gleiche. Unten rechts sehen wir Anarchist Undercover. Das war ein Rolling Stone in den USA. Dazu hat der Kennedy auch einen Film über seine Geschichte gemacht. Da oben ist der Fall Mark Kennedy plus 52, weil dieses britische Skandal geht nicht nur um Mark Kennedy jetzt, aber inzwischen hatten Aktivisten viele andere Spitze so geoutet. Und wir wissen jetzt, die erste Name oder mehr oft der Deckname von 52 Spitzeln in England. Und ich komme dazu später. Wir wissen von Mark Kennedys Einheit, es geht um jetzt eine ganze Einheit. Mark Kennedys Einheit heißt MPOIU, ich habe gesagt. Es war eine politische Polizeieinheit und gegründet in 1968. Und vom Anfang an, um dieses erste Vietnam-Protest in 1968, die britische Regierung, die Polizei hat zusammen gesagt,
wir müssen diese große soziale Bewegung kontrollieren und dadurch durch Infiltration und so. Und die hatten damals in 68 eine politische Polizeieinheit aufgebaut, heißt damals SDS, Special Demonstration Squad. Und jetzt wird untersucht. Und wir wissen, dass diese Einheit hat insgesamt, was ist 52 plus 144, ist 196, die hatten so ungefähr 196 Namen, die wird alle veröffentlicht jetzt. Und warum? Weil von Anfang an, wir hatten viel Druck gemacht. Der Fall Kennedy war so der erste, das bewusst war in England. Dann kommt schnell mehr. Und was wir so, weiß nicht, Betroffenen oder sowas, so die Zielpersonen, kann man sagen, von Mark Kennedy, wir haben ganz schnell zusammengeschlossen und unter uns eine Kampagne aufgebaut. Ich wollte ein bisschen darüber sprechen jetzt. Wir konnten Fragen, wir haben eine Runde für Fragen dann später. Und was wir haben gemacht ist, wir haben erstmal gesehen, wie viele Ressourcen haben wir, wie viele Unterstützer hat ein Anti-Spy Cops. Wir haben diese Kampagne genannt, so Spy Cops mit Hashtag Spy Cops auf Twitter. Was haben wir für Leute und was haben wir für Geld? Und es ist immer groß geworden, weil größer geworden. Diese Kampagne ist angefangen 2011, geht weiter. Ich zeige das später, aber ich würde sagen, als Beispiel für den letzten Fall, es ist wichtig, in jedem Fall Ressourcen zu messen, Webseite erstmals aufzubauen, unsere Positionen deutlich zu machen. Dann wir hatten eine Pressestrategie gemacht. Wir haben danach relativ schnell diese Kommunikationsstrategie aufgebaut mit Pressemitteilungen, wir hatten Pressekontakten, wie wir haben die bekommen, zum Beispiel eine Person hat, weiß nicht was, einen Kontakt mit Amnesty International oder eine freundliche Gruppe irgendwie, Greenpeace oder sowas, und gefragt, können wir eine Pressemitteilungsliste, Presseliste bekommen von euch? Und wir haben eine Presseliste bekommen, inzwischen haben wir eine Liste von 300 Journalisten in Irland zum Beispiel, und wenn wir wollen was sagen, wir schicken aus eine Pressemitteilung, mit Links zu unserer Webseite, wir machen Pressekonferenzen, Journalisten wollten immer Images haben, wir machen Demos und Social Media, wir haben mehr Twitter-Pages, Twitter-Kontos, in England Facebook ist ganz oft benutzt, nicht so oft hier, in den USA, woher ich komme, Facebook ist auch oft benutzt, immer noch E-Mail-Listen. Zum Beispiel, wann man will einen schon ausziehenden E-Mail schicken, da gibt es so Apps wie Mailchimp und so weiter. Wir haben Infotours gemacht, Veranstaltungsreihe wie heute. In England, da gibt es mehrere davon dieses Monat. Lush ist eine große Firma, das hat uns sehr unterstützt. Wir kommen dazu in einer Minute. Und dann, wir haben kommuniziert mit Politikern auch ganz viel in mehreren Ländern, wo auch der Mark Kennedy war. Ein von den ersten, der hat uns unterstützt in Deutschland, war das Büro von André Junko mit der Linke und auch anderen. Wir sehen einen Clip später von die Grünen. Und ganz viele Leute waren, wir reden über Spitzeln, die haben Angst, auch da gibt es diesen Einschüchterungsfaktor, was können wir weitermachen, auch ich habe Angst. Und ich bin hier zu sagen, wir sollen keine Angst haben, wir machen einfach weiter. Egal welche Gruppe wir sind, manchmal in unterschiedlichen Gruppen, wir erwarten Spitzeln, manche nicht, manchmal musst du keine Angst haben. Aber es ist normal und man geht dann einfach damit um. Und ich wollte einen Film zeigen, weil in England Mark Kennedy und andere Spitzeln, die hat Hauptsache die Klimabewegung infiltriert. Und hier ist ein britischer Klimaaktivist, der redet über was die haben in England gemacht und ein Protest, das Mark Kennedy als Spitze in 2008 hat versucht zu zerstören, der hat es so ein bisschen gemacht, der wollte eigentlich infiltrieren dieses Kohlekraftwerk-Protest, weil wegen Klimaschutz und so, die wollte ein Kohlekraftwerk in England stilllegen, in einem Ort heißt, oder ein Energiekraftwerk heißt Ratcliffe, in Nottinghamshire. So Danny Chivers, ein Aktivist, damaliger Freund von Mark Kennedy, redet hier über, wie die hat diese gleiche Plan benutzt, ein anderes Kraftwerk später stillzulegen als Protest. So.
want to just go right. That a court can't deny it. We now need to use this to really kind of expose the fact that this is normal. You know, these aren't like one-off cases. This is routine stuff. This happens all the time to lots of people. So one of the things that I was worried about with the whole Kennedy saga was this going to scare people away from campaigning? Would this have done too much damage to the climate action movement in the UK? But something that recently happened is certainly upheld my faith in the fact that people aren't going to let this sort of thing stop them. Because at the end of October 2012, I was one of 16 people who got into the West Burton gas-fired power station in Nottinghamshire again, and managed to occupy two of the power station chimneys, and we did go up the chimneys and we did stay there for a full week. So it had echoes of, the Ratcliffe back in 2009. No gas power station use, because the government now in the UK is proposing to abandon any pretense of meeting its renewable energy targets and instead say, let's build loads of new gas power stations and let's start doing fracking, hydraulic fracturing for gas here in the UK, and let's have a new gas boom and won't that be brilliant, and you know, which would totally destroy our chance of meeting our climate change targets in this country. And just again, as another example of this cozy relationship between the big energy companies and the government, and so the idea was to expose that. So ich bin begeistert von Dannys Aktion da, ich finde es großartig und bin froh, dass die haben einfach weitergemacht. Das ist wirklich cool und so muss das sein einfach. Jedes Mal ein neues Gesetz ist gemacht gegen Protest, wir müssen immer neue kreative Aktionsformen benutzen und dort hat die und Danny da Freunde, sein Freundeskreis da eine neue Aktionsform gefunden, benutzt und es hat ganz gut geklappt, ganz viel Presse und Aufmerksamkeit bekommen. Was relativ neu ist und besonders in England, diese letzte Woche ist eine große Kampagne, weil vielleicht Leute in Deutschland kann dieses Firmen nicht, Lush, da gibt es einen Lush-Laden Richtung Friedrichstraße, ja, S-Bahn-Station. Und heißt Lush, es ist so ja, Kosmetikfirma, aber mit Naturkosmetik und Firmen. Die haben uns Aktivisten sehr stark unterstützt, seit Jahren eigentlich. Die haben unsere ganze Kampagne unterstützt, wirklich eine Weile. Und jeder Storefront, Schaufenster hat seit letzter Woche genau dieses Fenster, so hunderte Läden in England, weil es ist ganz groß in England. Und hier sieht man ein Poster, das sagt Hey to Lie. Und unten, wo das normalerweise würde sagen, Police Lying Do Not Cross, es sagte, dass die Polizei hat die Linie überschritten. Aber das war für die Polizei sehr kontrovers. Und für uns haben wir gedacht, ach ja, so waren die. Die waren bezahlt zu lügen. Aber dann, Polizei hat es ein bisschen anders gesehen und die hat gesagt, oh, wir alle, oder ich bin ein ehrlicher Polizist, ich lüge nicht, bla bla bla. Aber Lush hat dazu einen Film rausgebracht und ich zeige es jetzt, so 90 Sekunden. Und dieses Film habe ich gesehen, heute war es schon ein Million Mal geklickt in England.
have to be something I've always feared. Es geht um diese intime Beziehung. Hauptsache ist, dass in England das war wirklich ein systematisches Problem hier mit dieser politischen Polizeieinheit. Es kam raus, dass die haben bestimmt Spitzeln trainiert. So in der Fall in England, Hauptsache männliche Spitzeln zu trainieren, Frauen zu benutzen und Vertrauen aufzubauen, eine Legende aufzubauen. Und es war in einem Training Manual, wir haben Teils bekommen ein Teils von dieses britische Spitzel Training Manual. Es hat auch gesagt, dass Spitzeln sollte intime Beziehungen haben oder benutzen. Und was wir haben gesehen in England, ist es mehrmals passiert. Und Frauen haben Polizei angeklagt. Die Polizei hat schon sich entschuldigt mehrmals durch mehrere Anklagen. Und viele Frauen haben Schadensgeld, heißt das, oder? Schadensersatz. Schadensersatz bekommen. Hunderte tausend. Und mindestens eine Frau hat ein Kind bekommen, weil sie hat, eine aktivistische Frau, hat ein geplantes Kind bekommen mit einem Spitzel. Und der Typ heißt Bob Lambert. Nach ein oder zwei Jahren ist der verschwunden, weil sein Einsatz kam zu Ende. Und deswegen, das ist ein großes Problem in England. Dieses so Skandal hat so letzte Woche, als dieses Schaufenster da war, viele Polizei hat sich bei Lush da drinnen gemeldet und sagte etwas wie, keine Ahnung, bitte nimm das weg oder Buße gestarrt vom Gegenüber und dann Mitarbeiter hat Angst und die hat dieses Schaufenster weggenommen und sagte, dass ihre Mitarbeiter hat Angst und Polizei. Und Polizei hat gesagt, ja, die benutzen unsere Zielperson oder so, einfach Seife zu verkaufen und so. Wir haben gesagt, nein, die unterstützen uns. Das hat große Medien Aufmerksamkeit bekommen. Links hier ist New York Times von gestern oder vor ein paar Tagen. Rechts ist Neues Deutschland gestern oder vorgestern. Und dann, die haben dieses Poster dann weggenommen von der Schaufenster, aber wieder heute haben die angefangen mit Kampagnen 2.0. Ein neues Press-Release heute und die haben alles dann neue Posters, neue Infos. Und wir machen Druck, weil wir wollen, dass das weiter aufgeklärt ist, was passiert. Okay, weiter zu meinem Fall ein bisschen. Ich habe auch einen deutschen Anwalt und ich wollte wissen, warum der Mark Kennedy hat mich ausspioniert. Ich habe einen kleinen Teil von meinem Verfassungsschutzakte bekommen. Es sagte unter anderem, wie hier in der Mitte, dass ich habe einen Artikel geschrieben und veröffentlicht. Ein Artikel heißt Who is a threat to whom? GA-Gipfeln und Staatsrepression. Sowas sollte nicht wirklich Begründung sein, ausspioniert zu sein. Nein, ich weiß nicht. Und dann hat er gesagt, dass ich habe... Ich habe irgendwelche Treffen oder oben sagte, dass der Name Mark Kennedy. Ich war in der Spiegel interviewt für dieses Magazine-Artikel, ein Cop Out of Control. Das finde ich ja, sehr fragwürdig. Ich habe ein Interview gegeben und ich habe jetzt mit meinem Anwalt, wir haben versucht, die LKA Mecklenburg-Vorpommern anzuklagen. Und erstmal jetzt aktuell, wir wollen einen Bericht bekommen vom LKA Mecklenburg-Vorpommern, weil wir wissen, da gibt es existiert ein Bericht, das heißt so Abschlussbericht Mark Kennedys Einsatz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Polizei aber wollte es geheim halten, wir wollen es sehen. Aber diese Anklage versuchen in Deutschland geht weiter. So, als Teil mit unserer Kampagne, wir haben Unterstützung bekommen, von hier sieht man Briefe, die waren veröffentlicht von Mitglied des Bundestags André Hunko, Jenny Jones, ein Politiker von den Grünen, hat uns unterstützt und inzwischen, 2015, Theresa May in England hat gesagt, ja, das ist so schlimm, ein Fall mit diesen intimen Beziehungen und so weiter, dass wir machen eine Untersuchung. Hier, das wäre ein parlamentarisches Ausschuss in England, die haben ein anderes System, es heißt dort richterliche unabhängige Untersuchung. Theresa May als Innenminister oder Home Secretary hat es gegründet in 2015. Es sollte fertig sein dieses Jahr, 2018, aber dieser Skandal ist dann größer geworden. Und die Richter Meeting heißt er, hat letzten Monat gesagt, naja, gibt es eigentlich ganz viel zu tun und das wird fertig in 2023. Aha.
Und wir als Aktivisten haben gesagt, okay, diese politische Polizeieinheit, Special Demonstration Squad, SDF und so weiter. Die Polizei selber hat gesagt, ja, es war begründet in 68. Wir haben gesagt, wir wollen den Decknamen mindestens oder den Spitznamen oder Decknamen von aller Polizei, die aktiv in dieser Einheit war. Ich habe gesagt schon, es war 200 etwas. Wir haben immer eine Kampagne gemacht und sagte, wir tolerieren keinen Whitewash. Wir wollen wirklich dieses Info, die Namen von allen Gruppen, die waren ausspioniert. Die hat gesagt, das ist 1000 Gruppen. Ja, so man kann selber gucken. ucpi.org.uk, das ist wirklich die Inquiry-Webseite. Und gibt schon zigtausende Seiten Polizeiarten, das ist schon veröffentlicht. Die Inquiry hat jetzt inzwischen 1 Million Seiten bekommen, oder bald 1 Million, die durchblättern alle und alle oder viele davon sollten veröffentlicht sein. Wir wollen unsere persönlichen Akten bekommen, ich wollte meinen sehen. Hier sieht man meinen Namen, Jason. Ich bin ein von ungefähr fast 200 Menschen, wir waren ausspioniert. Und ich damals, 2015, ich habe mich angemeldet und sagte, ich wollte ein sozusagen Stadtzeugen, Kernzeugen oder so sein, weil ich war ausspioniert von Kennedy. Theresa May und alle haben gesagt, ja, okay, das muss aufgeklärt in England. Und Leute wie ich habe gesagt, ja, aber ich war ausspioniert in Deutschland von Mark Kennedy. Und ich habe diese Anti-Gerd-Infotour gemacht in Republic of Ireland, Nordirland, Schottland. So deswegen, ich habe auch Anwältin in Nordirland, Schottland und ich klage an sozusagen, dass diese Untersuchung in England erweitert wird. Die Poliz, dieses Inquiry ist schon am Laufen seit 2015. Die haben angefangen, diese Decknamen zu freizugeben. Man kann nicht so gut davon hinterlesen, bestimmt. Aber die sind ein Teil von diesen 52 Decknamen, die haben wirklich freigegeben. Links sind die Namen und hier sind die Gruppen, die waren ausspioniert, ausgestellt von dies bestimmte. So hier unten links zum Beispiel Stuart Berman hat die Anti-Apartheid-Bewegung ausspioniert. Wir wissen, dass ja, die ganze Anti-Apartheid-Bewegung war in den 70ern, 80ern ausspioniert. Darunter eine Zielperson war damals Jeremy Corbyn. Der ist genau. Konnte der nächste Prime Minister sein in England, Jeremy Corbyn, war früher Anti-Apartheid-Aktivist und auch bei Labour Party aktiv. Und jetzt, der ist auch, sein Bruder ist auch ein Core Participant hier. Was ist auch neu, wir haben gelernt, letzte Woche hat diese Untersuchung, Inquiry gesagt, hier ist ein neuer Name, Sean Lynch. Der hat unter anderem die Northern Ireland Civil Rights Association ausspioniert. Und das war was neu, dass die NICRA, dieses Gruppe Civil Rights Association, hat in Nordirland in den frühen 70ern die einen Aufmarsch, einen March organisiert. Das war dann später Bloody Sunday. Alle hat was hier gehört von Bloody Sunday. Das war organisiert von meiner Hauptsache gewaltfreies Organisation damals. Und wir wissen nur seit letzter Woche, dass diese britische Polizeieinheit organisiert, gesteuert vom London Metropolitan Police, war aktiv und hat diese Orga-Gruppe ausgespitzelt und so. Und bitte sag es nicht weiter, aber ich weiß, das kommt wirklich raus in die Presse dieses kommenden Samstag, dass die Bloody Sunday March war ausgespitzelt von London Metropolitan Police. Das ist noch nicht bekannt. Und wir haben so The Times gesprochen, die sollte ein Exklusiv bekommen, so mal die britische Presse und die irische Presse in die nächste Woche. Diese Geschichte wird super risikolos in die nächste Woche. Okay, so welche Zielgruppen? Ich habe nur ein paar genannt, da waren 1000. Wir wissen das auch, was ist noch ein Grund, das ist in 2014, 2015, Theresa May hat gesagt, okay, das muss aufgeklärt sein, weil wie man hört in den USA und auch hier, die Polizei war irgendwie, hat sich eingemischt in irgendwie rassistische Mord. In England war da war ein super bekannter Fall, wo Stephen Lawrence, ein schwarzer Jugendlicher, war ermordet. Und die rassistische Mord war nicht wirklich aufgeklärt.
Und das ist oft passiert. Und so in den Ende der 80er, den 90er, da war ein sehr großer Justice Movement aufgebaut mit Hauptsache schwarze Menschen. Die wurde diesen Morden sogar auch aufgeklärt. Und Spitzer von die SDS hat dieses Familien ausspioniert, weil die britische Polizei wollte ihren Ruf schützen. Und hat gedacht, ach Gott, sieht schlimm aus für uns. Und naja, so, ich habe einen Ex-Spitzer kennengelernt, der heißt Peter Francis. Ein Fehler von der Polizei sind, dass die haben so viele Gruppen ausspioniert und jetzt, dass es alles bekannt ist, wir schließen alle zusammen und arbeiten zusammen. So, das ist so Tierrechtler, Klimaschützer, Anti-Globalisierungsleute, Familien, die hatten Söhne oder Kinder ermordet. Wir arbeiten alle zusammen und das klappt sehr gut. Besonders weil diese Spitzel-Whistleblower, Ex-Spitzel-Whistleblower, hat uns auch geholfen, viel gesagt. Das war sehr super hilfreich. Auch so, dass dieses britische Fall weiter aufgeklärt wird. Ich habe ein bisschen gesagt, dass ich war in diese Länder hier ausspioniert. Nicht nur mich, aber viele anderen auch. Diese Spitzeln waren aktiv in mehr und mehr Länder. Ein von den ersten Leute, das hat geholfen hier in Deutschland wirklich, ist die Büro von André Hunko. Auch Hans-Christian Strobeler hat geholfen. Es hilft, wenn jemand sitzt in den Innenausschuss. Und ich habe ein kurzes Beispielclip von der Strobeler hier. Ich wollte nicht vergessen zu sagen, ich mache auch langsam einen Film, heißt Spider-Porn in diesen Clips. Hauptsache vom meinen kommenden Film irgendwann. Ja, so strategisch als Kampagne aufzubauen, ich fand von Erfahrungen in England ab und dieses internationale Kampagne, das ist, hat immer geholfen. Und wir hatten mindestens ein Mitglied des Bundestags, Member of Parliament dabei. Und das haben wir gefunden, zum Glück in Deutschland, Irland, Nordirland und Schottland. Die hatten kleine Anfrage geschrieben, Pressemitteilung selbst geschrieben. In Schottland hatten die eine parlamentarische Debatte letztes Sommer. Es war sehr, sehr hilfreich. Das Büro von André Hunko hier hat viele, viele kleine Anfragen gestellt. Und dadurch es kam raus, eine Frage war zum Beispiel, wie ist das organisiert, dass da gibt es überhaupt grenzüberschreitende Einsätze von zum Beispiel britischen Ermittler in Deutschland. Und es kam raus, diese zwei Gruppen hier, ECG, European Cooperation Group on Undercover Activities, International Working Group on Police Undercover Activities. Soweit ich weiß, vielleicht jemand weiß mehr als ich und könnte weiter was sagen später. Aber soweit ich weiß, diese Gruppen, niemand wusste von diesen Gruppen vorher, vor der Fall Kennedy, bevor diese Reihe von kleinen Anfragen hat angefangen 2011. Und solche kleinen Anfragen waren geschrieben von Mitgliedern des Parlaments in Schottland, auch in Irland und sind immer weiter gefragt, weil im Zusammenhang mit dieser Untersuchung, dieses Inquiry, kommen immer weiter kleine Infos raus und es dauert Jahre, Jahre lang, bevor man bekommt eine Antwort. So, Teils von solchen kleinen Anfragen, die sind angefangen 2011 und dann in den letzten Monat gab es weitere kleine Anfragen in Irland oder sonst irgendwo, weil es kommt neue Infos raus und wir als Aktivisten arbeiten zusammen mit Politikern und Presse, ganz eng Zusammenarbeit hat das so weit gebracht in England. Und ich finde, dass Erfahrung in England konnte auch was bedeuten für Deutschland, weil wir wissen von mehreren Fällen hier. So am Anfang, wir hatten Kontakt mit oppositionellen Members of Parliament und so. Inzwischen Innenministern in Nordirland, Schottland und Deutschland hatten gesagt, naja, mindestens dieser Fall Kennedy sollte aufgeklärt sein. Ich glaube, Innenministern, inklusive de Maizière, hat damalige Innenministerin Theresa May geschrieben oder so und gesagt, ja, wirklich, weißt du, wir haben was mitbekommen. Es ist bekannt, dass Kennedy hier war, hat vielleicht Liebesbeziehungen, hey, das geht nicht in unser Land oder sonst was. Und Theresa May hat inzwischen gesagt, nein, muss schnell und so billig, günstig aufgeklärt sein. In England machen wir das nur in England. Und in England,
Deswegen muss ich einen anderen dann anklagen, sozusagen in Irland, Schottland und so weiter. Und wie gesagt, kommt ein Tag ins Gericht. Es heißt in Schottland ein Judicial Review, wo ein Richter würde dann schätzen, ob Theresa May könnte Schottland ausschließen. Das wird entschieden ins Gericht in Schottland nächsten Monat. Und auch entweder diese Woche oder nächsten Monat, den kommenden Wochen auch in Nordirland. Dass Theresa May hat gesagt, nein, Nordirland nicht, klären wir das nicht auf. Vielleicht ein Richter sieht das anders, bald in Nordirland, in Schottland, dann vielleicht nächstens in Irland mal sehen. Da gab es mehr Spitze und ich habe nicht so viel Zeit zu diskutieren, was ist in Deutschland passiert, aber da gibt es mehr Fälle in Deutschland, hier sind zwei. Und wir wissen von die beiden noch mehr, Simon Brommer, wir können weiter diskutieren. Aber diese Probleme mit intimen Beziehungen ist nicht nur in England passiert, aber hier auch. Und so, ich stelle diese Frage ganz kurz jetzt. Ich würde gerne später mit euch als Gruppe, oder ja, als Gruppe, wir können weiter diskutieren. Aber es ist immer gefragt, wie können wir einen Spitzer erkennen? Weil die sind hoch trainiert, wir können die nicht so erkennen, ist nicht leicht. Hier sind ein paar Tipps. Wie gesagt, ich war befreundet mit einem Spitzer 4 Jahre lang, so vielleicht ich bin ich völlig der falsche Person, das zu erzählen. Aber was wir haben gelernt, besonders in England oder glaube ich überall, hat diese Person, wann der Verlag, hat diese Person eine Familie oder wie in Fall Kennedy oder anderen. Ich sagte, ach, ja, eigentlich bin ich nicht so eng mit meiner Familie oder keine Ahnung, die hat mich geschlagen als Kind, ich rede nicht mehr mit meinem Vater oder ich komme aus irgendwo anders. Aber das trifft mich auch, weil ich komme aus Amerika. So, ich wollte nicht sagen, dass man kann nie 100% sicher sein, aber vielleicht die Familie ist weg oder existieren nicht. Die haben oft Geld. In Kennedys Fall, unsere Infotour AG, damals 2005, oder die Infotour von England, die wollte Infotours machen. Kennedy hat vorgeschlagen, naja, ich habe ein Auto, ich bezahle das Benzin, ich fahre uns durch Irland. Naja, ich habe ein bisschen Geld, ich kaufe manchmal, hat er Bier gekauft oder keine Ahnung, Leute eingeladen für Essen. Na man, dann konnte ein paar Fragen stellen, woher kommt das Geld genau? Kennedy hat immer, die haben immer eine gute Geschichte, ich habe das geerbt oder keine Ahnung. Aber man konnte das checken. Inzwischen in den USA, ich weiß das oft, von da gibt es Verdacht, die gehen wirklich schon. Aktivisten sagen, wir wollen die Kontoauszüge sehen jetzt, spontan sofort, oder wir wollen zusammen deine Mutter besuchen. Haben die gemacht, Freunde von mir hat das gemacht. Naja, das ist ein bisschen Paranoia, aber die sind Ideen. Ein anderes Beispiel mit Mark Kennedy ist, der hat eine Facebook-Seite, aber seine engere Freundin in England, in Nottingham, hat dann später gemerkt, okay, der Mark Kennedy hat nur 90 Freunde und ich kann jede davon. Weil wenn du hast einen Freund, die haben eine Facebook-Seite, eigentlich die haben auch Schulfreunde oder die Tante oder die Oma oder keine Ahnung, aber nicht nur die aktivistische Freunde von deinem Kreis da. Das macht keinen Sinn. Und auch, wir wissen von anderen Polizei, die hat gesagt, weil wegen Facebook macht auch Gesichtserkennung, dann innerhalb der nächsten 5 oder 10 Jahren vielleicht jeder Spitzer würde es dann selber früher ein Facebook-Konto haben und befreundet sein und die vielleicht wegen dieses Gesichtserkennung, da kann kein mehr Spitzer sein in 5 oder 10 Jahren. Weißt du, was ich meine? Ja, und wenn jemand kommt neu in die Gruppe, fragen die, ja, kann ich auch diese E-Mail-Liste sein und diese auch und das auch und die versuchen alle Informationen schnell zu sammeln, das ist auch ein bisschen komisch. Machen die komische Vorschläge oder sind die Agent-Provokatoren? In meinem Fall, ich war eng befreundet mit der Mark Kennedy ein paar Jahren und dann irgendwann in Berlin, der hat mich gefragt, hey Jason, kannst du irgendwelche böse Nazi? Ich habe eine Gruppe, so Clip oder so von England, wir können rüberkommen und zusammen jemanden zerschlagen. Und das war ein bisschen eindeutig für mich, weil ich habe niemals über sowas geredet mit der Typ. Und dann hatte ich gedacht, das ist wirklich ein bisschen komisch. Und inzwischen haben wir gelernt, dass der hat auch andere Leute, so ich würde sagen komische Vorschläge gefragt, aber nicht in Nottingham, wo der hat gewohnt. Weil der musste dann seinen engeren Freundeskreis behalten.
aber im Ausland hat er das gemacht, komischerweise. Okay, ich bin fast am Ende hier mit dem Vortrag. Da gibt es Ressourcen. Wir haben ein paar Beispiele hier vom schönen Leben ohne Spitzel. Ein Ratgeber, man kann im Netz was suchen von der Ermittlungsausschuss Berlin. Gibt es mehr Ressourcen, ein Gruppe heißt Rote Kreuz. Rote Hilfe, sorry. Rote Hilfe. Ja. Ja, ich glaube, ich mache das zu Ende. Ich habe auch eine Webseite. Hier ist meine Webseite, man kann es schnell finden. Spiderpon, like I was, spiderpon.com. Und gibt es hier Presselinks zu Presseartikeln von Schottland, Deutschland, Irland und so weiter. Und ich suche Untersuchung für mein Filmprojekt auch, wenn jemand kannte, ein bekannter Produzent oder so, würde gerne Unterstützung bekommen. Ich bin auf der Platz jetzt, wo ich habe eine deutsche Version fertig gekriegt, aber suche immer weiter Unterstützung. Und dann würde ich gerne Fragen haben. Und dann, das ist die Ende mein Vortrag. Und okay. Der nächste Teil. So 15 Minuten dauern, dann haben wir eine halbe Stunde oder mehr schon gesprochen. So ein Fall in Frankreich, ich weiß nicht so viel, aber ich weiß ein bisschen, wir wissen ein bisschen von dieser kleinen Anfrage, dass Europa, ganz Europa ist verbunden irgendwie durch solche Gruppen wie dieses European Cooperation Group und so. Und die machen einen Austausch und regelmäßig für größere Proteste und so, tauschen die Spitzeln aus. Aber über Taktik und alles in Frankreich habe ich wirklich keine Ahnung. Vielleicht gibt es Leute im Publikum, die haben bessere Antworten als ich und können sich melden. Es ist im Netz zu finden, Vimeo heißt Confessions of an Undercover Cop. So 47 Minuten, ganz schräg, finde ich, aber man kann es anschauen. Ja. Ich wollte auch sagen, dass für ganz viele Leute Aktivismus heißt Sachen wie einfach Flugblätter verteilen. Das ist auch positiv, gut so. Und wenn wir fangen an zu viel über Paranoia und wer könnte ein Spitzer sein, ich wollte auch sagen, da gibt es tausende Formen von Aktivismus. Und wenn jemand paranoid ist, das heißt nicht, oh, ich muss weg vom Aktivismus. Das heißt, man kann eine andere Form auch suchen. Und ganz viele Leute kochen bei die Foku-Kufa oder schreiben Pressemitteilungen oder keine Ahnung, machen Lobbyarbeit. Und ich habe das ein paar Mal zu oft gehört. Oh, ich habe Paranoia, vielleicht ich muss ganz weg von der Szene. Und ich wollte sagen, einfach, da gibt es tausende Formen von Aktivsein. Was ist passiert in England? Leute waren einfach dabei oder im gleichen Zimmer oder das gleiche Raum, meinte ich, oder gleiche Bewegung. Und die waren einfach Zielpersonen. Oder in dem Fall von meiner Freundin von mir. Ich glaube, so manche Frauen in England waren benutzt, wirklich diese Legende zu verstärken. Ich wollte noch ein Beispiel geben. Da war eine Weile, ich habe nur Pressemitteilungen geschrieben, wegen des GAAC 2005. Und das wegen dieses Problem, ich wollte das aufklären in Schottland. So, wegen des GAAC-Gipfels 2005, ich habe einfach Pressemitteilungen geschrieben und losgeschickt. Und Mark Kennedy hat mein Büro besucht. Und nach diesem Zeitraum, da mein E-Mail hat nicht mehr funktioniert. So, das heißt, für das ganze Bewegung praktisch habe ich Pressemitteilungen geschickt an BBC und so weiter. Und dann Leute angerufen, so Journalisten, gesagt, hast du BBC-Tube mein Pressemitteilung bekommen? Und es ist nicht angekommen, mein E-Mail hat nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, der Kennedy und Co. und seine Polizeifreunde hat irgendwie diese ganze Presseapparatus, diese ganze Presseprozess unterbrochen. Und das für mich ist ein bisschen wichtiger. Dieses politisch Teil von der Polizei, weil in England, die sagen immer, ja, die sind aber Extremisten, die sind, und die sind einfach politisch und die sind politisch motiviert. Ich hatte einen Schock, weil ich war unterwegs mit der Typ, als er hat mehr Tattoos bekommen, der war verdeckter Mittel 7 Jahre lang, man würde das nicht erwarten, glaube ich. Der war zusammen mit einer Freundin von mir, andere Englischfreunde konnte der seit Jahren. Der war einfach 5, 6 Jahren und in diesem Zeitraum habe ich gar nicht so wirklich nach dem GAAC-Gipfel 2007
Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Und Verdi hat mich mehrmals besucht, immer weiter in Berlin. So, man denkt, wie konnte der ein Spitzel sein? Aber, naja. So, ich hatte einen Schock bekommen, als ich das gesehen habe. Ich habe es gar nicht erwartet.